Willkommen zum Café Matelier. Mein Name ist Petra Schmidt, ich bin Künstlerin und eure Gastgeberin. Also das ist jetzt so eine Online-Ausstellung. Also das ist auf meiner eigenen Webseite. Ist dann in diese Webseite verlinkt und kann dann also weil normale Galerie kennt ihr bestimmt alle, da sind ja einfach nur die Bilder drauf. Und das ist jetzt tatsächlich eine 3D-Galerie. So, jetzt erklärt er uns, wie die Navigation ist. Dann zeige ich nämlich euch erstmal, wie das aussieht, sowas. So, drehen uns ein Stück. Ich hoffe, der macht das mit euch auch mit. So, da können wir nämlich erstmal da. Also dabei kann man immer verschiedene Räume aussuchen, je nachdem, wie viele Bilder man auch hat. Man könnte hier theoretisch auch Skulpturen einstellen. Dann sind die wie in so einer Galerie dreidimensional aufgehängt. Also das sind also die ganz einfachen Funktionen. So, jetzt kann man hier die Tour starten. Dann geht er zum ersten Bild. Wie heißt die Webseite oder wo Das hast zeige ich euch gleich. du? Ah ja. So, und da kannst du hier dann zu jedem Bild auch Informationen, kannst du dann auch mit eingeben. Also so sieht das aus. Da geht er automatisch jetzt hier durch. Kann man natürlich auch Tour beenden. So. Das ist also das, was wir uns jetzt angucken wollen. Super. Sind die Bilderrahmen auch dabei oder muss man sich schon die Nee, du Rehhörsche machst nur die selber? Bilder. Du machst nur die Bilder. So, jetzt Aha. gehen wir nämlich auch mal auf den. Also ich bin bei Kunstmatrix. Bei dem zeige ich euch jetzt mal, wie man das macht. Kunstmatrix, da gibt es einen kostenlosen Account. Da kannst du zwar die Ausstellung noch nicht veröffentlichen, aber du kannst so ein bisschen mit rumspielen. Und gucken. Und wenn du veröffentlichen willst, bis 50 Werke, kostet nur 10 Euro im Monat. Deswegen habe ich mir gedacht, ich leiste mir das einfach mal. So, also ich bin natürlich schon eingeloggt. Das Einloggen geht ganz einfach. Also du machst einen ganz normalen Account und dann kannst du erstmal kostenlos darum testen. Im Art Depot, wie es halt so schön heißt, Art Depot, da ist die Kunst deponiert. Da hat man dann seine Kunstwerke verwalten mal. Da hat man seine Bilder drin. Hat man hier so eine Übersicht über die Bilder, die man hat. So, ich zeige euch auch mal, wie man ein Kunstwerk hinzufügt. Kunst hinzufügen. So. Da hat man hier, also da gibt man, in dem Bild gibt man erstmal alles ein. Also Basisinformation ist natürlich Titel. Jetzt weiß ich gar nicht, was soll ich denn jetzt. Was mache ich denn jetzt mal rein? Gute Frage. ich gebe jetzt einfach mal irgendwas ein. So. Dann auf Datei auswählen, natürlich von dem eigenen Computer hochladen. Gut ist es, wenn man halt ein schönes Frontfoto hat, wo man dann sich aussuchen kann. Desktop. Hast du Dafür. deine Bilder dafür schon extra in einem Ordner? Ich habe verschiedene Bilder in den Ordnern. So, also jetzt ist er natürlich ein bisschen langsam hier, weil der natürlich Zoom und alles gleichzeitig machen muss, der arme Kerl. So, welches nehmen wir denn mal? Bilder für Webseite, gehen wir noch da drauf. Das sind Bilder, die ich auf meiner Webseite habe. Die habe ich jetzt nicht in der Ausstellung, weil die Ausstellung ist ja thematisch Veränderung. Deswegen nehmen wir jetzt mal eins, das ich noch nicht in der Ausstellung habe. Wie hast du die Die Bilder sind jetzt natürlich nicht. fotografiert? Die sind einfach mit dem Handy fotografiert. Und für die Ausstellung habe ich die halt nochmal so gemacht, nehme ich das hier, dass von der Umgebung nichts zu sehen ist, dass wirklich nur das Bild zu sehen ist, also ausgeschnitten. Mit GIMP mache ich das normalerweise. Ausgeschnitten und weil ich hatte die so an der Wand, dass du die Wand halt nicht siehst oder das, was da rumsteht. Weil das, was so rumsteht, diese Bilder, wo es an der Wand hängt und was dabei steht, sind toll für den Verkauf, dass die Leute sehen, wie es halt in einem Wohnraum wirkt.
Ja. Aber jetzt für eine Ausstellung ist es natürlich wichtig, dass nur das Bild zu sehen ist. So. Und hast du So. da jetzt irgendwas mit Wasserzeichen gemacht, weil Ines ja Nein, auch sagte, ihr nicht bei der Wasserzeichen? Online-Ausstellung. Bei So. der Ausstellung hast du es ja so, dass die Bilder in dieser 3D-Ausstellung sind und die sollen ja so gezeigt werden, wie sie in einer Galerie hängen. Ja. Und die sind ja über das System dann auch geschützt. Ja, das sagte So. meine Tochter nämlich. Die Arbeit bräuchte ich mir nicht machen. Die Bilder gehören mir. Ja, die Bilder gehören immer dir. Die Sache ist halt, manchmal passiert es, dass jemand kopiert und das dann für irgendwas verwendet, wo du sagst, das will ich eigentlich nicht. Dann ist ein Wasserzeichen praktisch. Aber ansonsten, du kannst jederzeit jeden abmahnen, wenn der deine Bilder ohne deine Erlaubnis benutzt. Genau, Jederzeit. das sagte sie nämlich. Da gibt es ganze Agenturen für die bestimmte Sachen dann suchen. Genau, die suchen das, ob deine Bilder irgendwo verwendet wurden und schicken dann entsprechende Abmahnung. So, also Bildupload, ja eingeben, Künstler, bin natürlich ich, Petra Schmidt. So, Technik. ups. Ah ja, Größe. So, das ist jetzt wichtig, weil der Raum in der 3D-Galerie hat ja eine bestimmte Größe und dass die Größenverhältnisse sollen ja stimmen. Ja. Deswegen ist es wichtig, die Größe von dem Bild korrekt einzugeben. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie groß das Bild war. Das hier war relativ klein. Tiefe ist natürlich, wenn du Werke hast, die auf einem breiten Rahmen sind, dass du diesen Abstand, diese Dreidimensionalität zur Wand bekommst. Sagen wir mal 4 cm. Jetzt kannst du hier hinten natürlich eingeben, je nachdem, wenn du große Bilder hast, kannst du hier natürlich auch, oder beziehungsweise wenn du im englischen System mit Inch eingeben und so, gibst du alles in Zentimeter. Keine ist natürlich blöd. Da mit dem Inch Zentimeter, weil das ist natürlich ein internationales Ding. Das ist jetzt zwar das ist tatsächlich eine deutsche Seite, das sind deutsche Programmierer, die Kunstmatrix, Ah ja. aber die bieten das natürlich auch international an. Wäre blöd. Wenn du so ein System hast, das nicht international anzubieten. Deswegen für die Engländer und für die Amis die Inch-Technik. Das sind jetzt die, wie wenn du auf Instagram Bilder veröffentlichst, die Keywords, Hashtags. Weil die veröffentlichten Ausstellungen, die werden auch auf Kunstmatrix veröffentlicht, nicht nur auf deiner Seite. Ah ja. Heißt, die sind auch da suchbar und da geben natürlich die Leute Suchbegriffe wie abstrakt, Ölmalerei, Acryl, also je nachdem, was sie halt suchen. Das hier ist jetzt zum Beispiel Acryl, Gemälde. Du kannst es natürlich auch das Ganze in Englisch, weil, wie gesagt, international kannst du natürlich auch noch Painting. Bei Genre ist dann die Frage abstrakt. Also bei oder Landschaftsmalerei. Was gibt es noch? Keine Ahnung. Also ich male ja meistens abstrakt. Dann kannst du noch sagen, Zeichnung. Also das ist jetzt zum Beispiel abstrakt Porträt, weil das war tatsächlich ein Porträt von jemandem. Nur halt in den Streifen. So. Zusatzinfos. Da kommt jetzt das mit dem Rahmen. Nee, das mit dem Rahmen kommt noch eins weiter. Auflage. Bei Drucken natürlich angeben, wie viele gibt es davon, um welches handelt es sich da, weil Drucke verändern sich ja, je nachdem, wie oft man sie abdruckt. Weil also ich kenne das zumindest vom Kupferstich, das haben wir in der Schule gemacht. Und beim Kupferstich, je länger du es natürlich druckst, durch den Anpressdruck und alles, verändert sich das Bild immer ein bisschen. Und deswegen ist es wichtig, welche Auflage, welche Werksnummer das hat. Das sind aber Sachen, die musst du nicht unbedingt eintragen. Hier bei Kategorien, also ich habe zum Beispiel meine Bilder sortiert in Zeichnung und Malerei, beziehungsweise Mixed Media. Das ist aber auch freigelassen, das ist freiwillig. Titel vom Hier kannst du jetzt zum Beispiel eingeben, wenn du
das Bild auf einer anderen Seite drauf hast und verkaufen möchtest, kannst du hier zum Beispiel einen Link eingeben zur Verkaufsseite. Das ist sehr wichtig, ja, wenn du das wirklich die Ausstellung benutzen willst, um online zu verkaufen. Ich habe da zum Beispiel dann meine Gedichte mit drin, die zu dem Gewerk gehören. Preis, wenn du es verkaufen willst, kannst du natürlich auch direkt hier eingeben. Okay, das ist jetzt natürlich nicht verkäuflich, weil, wie gesagt, das war ein Porträt, das war für jemanden. Da sage ich natürlich verkauft. Du kannst hier aber Verkauft. natürlich auch verkäuflich, reserviert, unverkäuflich. Kannst du hier natürlich mit drauf machen. Nicht verfügbar wäre jetzt zum Beispiel ein Werk, das aufgrund seiner Arbeit vergänglich ist. Wenn er zum Beispiel keine Ahnung, Beuys Fettecke. Ja. Wenn du das zum Beispiel mit Biomüll machst oder so eine Installation machst, die dann irgendwann verrottet, das ist dann Das natürlich etwas, das Problem kenne ich. kannst du Das nicht habe ich im verkaufen. Garten. Genau. Da kommt jetzt schon langsam das Grünzeugs wieder. Das Ja, das ist Figur wird normal. richtig, wächst jetzt richtig ein. Ja, aber das ist normal. Wir hatten Tonfiguren im Garten, ungebrannte. Und natürlich mit jedem Regen haben die sich verformt und vergossen. Das ist natürlich auch interessant. Also ich finde es zumindest sehr interessant. Hier Beschreibung. Das wäre jetzt in dem Fall Porträt einer jungen Frau. Abstrakte Malerei. Ja, hier habe ich jetzt natürlich nicht, bei den anderen habe ich immer Gedichte mit drin. Acryl auf Pappe. Das habe ich zum Beispiel auf Pappe gemalt. Das war so ein. War mal auch ist ein interessantes Medium, weil manchmal, wenn du diese Wellpappen hast, dann drückt sich ja diese Welle auch durch. Die kann dann nochmal zusätzlich interessante Strukturen geben. So, dann hast du hier Artwork has sexual content. Das ist wichtig anzukreuzen. Wie gesagt, es wird ja auch auf Kunstmatrix dann mitveröffentlicht, dass das natürlich nicht für jeden freigegeben ist. Und dann kannst du noch bestimmen, ich will nicht, dass das auf Kunstmatrix gelistet wird. Das Werk geht euch nichts an, das gehört nur mir. Also ist natürlich blöd, wenn du verkaufen willst, ist natürlich sinnvoll, das da mit, weil die geben dir auch Traffic. So, dann haben wir 3D-Ausstellung. Da kommt jetzt die Rahmenfrage. Hier kann man einen Rahmen einstellen. 1 cm, 2 cm, 3,5. Dann kann man die Farbe hier wählen. Also wir machen jetzt mal einen 2 cm Rahmen mit Farbe. Ich gestehe, ich habe gerne sehr dunkle Farben. Dann Passepartout. Jetzt bei den Zeichnungen habt ihr gesehen, habe ich ja diesen breiten Rand. Das ist das Passepartout. Da muss man aber aufpassen. Da muss man dann die Gesamtgröße einstellen. Also nicht, wie viel Zentimeter Passepartout zum Bild dazugehören, sondern wie groß es insgesamt wird. Was hatte ich jetzt für das Bild eingestellt? 30 mal 40 hatte ich eingestellt. Dann mache ich, ach, ich mache mal 50 mal 50. So, Farbe. Auch oh, schwarz. Ich mag schwarz. So, dann ist wichtig, wenn du ein Bild hast, also jetzt zum Beispiel das innere Licht besteht ja aus drei Bildern, ist ja eine Installation aus drei Bildern, die aneinander geschraubt sind. Und entsprechend habe ich natürlich nach dem Fotografieren diese Leerräume freigesetzt. Das heißt Transparenz. Wenn ihr sowas habt, werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr ein normales Bild habt, werdet ihr nur das Bild, danach werdet ihr keine Transparenzen haben. Aber wenn ihr Transparenz habt, könnt ihr das hier einstellen. Weil das bedeutet, normalerweise macht ja in der 3D-Ausstellung macht er diese Dicke, macht er automatisch dazu, damit es dann auch Schatten wirft und damit das so natürlicher aussieht. Wenn du Transparenz einstellst, macht er das natürlich nicht, weil er sonst nur die äußeren Ränder und dann würde das nicht mehr zu deinem Bild passen, der Schatten. Also bei Transparenz, das ein brauchst du aber jetzt nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, Medien. Du kannst zu jedem Bild eine Audiodatei hochladen oder ein Video, je nachdem, mit dem du das Bild beschreibst. Das ist vielleicht interessant, wenn du die Online-Ausstellung einfach so
stellst, dass die Leute Informationen zum Bild bekommen. Oder wie ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja Musikstücke mit drin, fast für jedes Bild. Das kann man da einstellen. So, ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Kannst natürlich auch eine Videodatei zum Beispiel von der Entstehung des Bildes. Gibt ja Leute, die interessiert das. Dann können sie sagen, ja, ich will mir das angucken. So, und dann haben wir ja ein Autoplay. Ich habe ja eben gerade die Tour gezeigt. Bei der Tour würde es natürlich automatisch dann von Bild zu Bild anzeigen. Aber wenn der Besucher halt mit diesen Pfeiltasten durch den Raum geht, da ist natürlich die Frage, wann soll das der Mediafile abgespielt werden, wenn er zum Beispiel zwischen zwei Bildern steht, damit diese sich nicht überlappen. Sonst hörst du auf einmal zwei verschiedene Sachen und dann verstehst du gar nicht mehr. Das ist ja bescheuert. Deswegen eine relativ kleine Umgebung anzeigen. So, dann, das habe ich noch nicht ausprobiert. Man kann hier auch Skulpturen einfügen. Du kannst natürlich ein Bild von vorne, dann hast du ein festes Bild für diese Skulptur. Oder du machst ein Bild aus verschiedenen Winkeln von der Skulptur und dann kannst du hier zwei verschiedene Versionen machen, dass diese Skulptur tatsächlich dreidimensional angezeigt wird. Dann sagst du halt, ein Bild ist das Hauptbild, das ist das, wenn der Besucher von vorne steht. Und dann nummerierst du die Bilder durch und dann kann der Besucher tatsächlich um diese Skulptur herumgehen und verschiedene Versionen, also verschiedene Blickwinkel angucken. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, weil meine Skulptur, die muss ich erst ein bisschen überarbeiten. Beziehungsweise ich habe jetzt eine in Planung, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Es ist einfach zu stressig gerade. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich auch, wenn du 3D kannst, also mit einem CAD-Programm 3D-Bild von deiner Skulptur erstellen. Oder es gibt 3D-Scanner. Ist teuer. Lohnt sich, glaube ich, nur für Leute, die wirklich dauerhaft Skulpturen haben und Skulpturen ausstellen wollen, dann so einen 3D-Scanner zu benutzen, um die Skulptur halt auch da zu platzieren. Deswegen hier auch die zusätzlichen Bilder, die sind für die Skulpturen dann da. Dann kann man noch Geometriedaten eingeben, kann sich aussuchen, ob man einen Sockel haben will. Also wenn es jetzt eine relativ kleine Skulptur ist, dass man die, wie halt in einer normalen Galerie auch, auf den Sockel stellt, damit sie dann in Augenhöhe des Besuchers sind. So, das sind also die Sachen, die man einstellen kann. Natürlich Speichern nicht vergessen. Jetzt sind wir hier in meiner Übersicht wieder. In der Übersicht siehst du sofort Status, roter Punkt. Der rote Punkt ist wichtig. Roter Punkt heißt verkauft. Ich habe es jetzt noch nicht veröffentlicht. Es ist ja noch in keiner Ausstellung drin. So, und dann hinten kann ich es natürlich, ich kann das jederzeit neu bearbeiten. Wenn ich jetzt sage, oh, die Audiodatei ist Scheibenkleister, dann kann ich sie wieder ändern. Oder wenn ich sage, ah, das Bild ist vielleicht doch nicht so toll, ich nehme ein anderes Bild, kann ich auch das wieder ändern. So, aber uns interessiert ja die Ausstellung. Gehen wir mal auf Plus Ausstellung. Frage stehen, Müssen wir. Klaus, wenn du arbeiten kommst. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Du kannst jetzt hier für deine Ausstellung einen Titel, deswegen ich habe meinen Ausstellung zum Beispiel Veränderung genannt, weil es ging ja da um Veränderungen innerlich und auch insgesamt. Jetzt, das wird ja jetzt nur eine Beispielausstellung, also wie soll ich sie mal nennen? Schlag mal einen Titel vor. Oh, die Hitze, die Hitze. Hitze, okay, dann heißt sie Hitze. Okay. Hitze, Hitze. Hitze. Ja, Das waren kann ja ich. Hitzewellen, ne? Hat es Genau. ja lauter Wellen drauf. So, Hitzewelle. Hitzewelle. Machst du Hitzewelle. So, jetzt kann ich hier tatsächlich einstellen, wie bei einer normalen Ausstellung, die ich offline mache, von wann bis wann diese Ausstellung gehen soll. Zum Beispiel, ich möchte die Ausstellung übernächstes Wochenende nur öffnen, weil ich mache dann auch eine Auktion dazu oder sowas. Dann sage ich dann,
halt vom. Wie viel da ist denn nächste Woche? Ich habe keine Ahnung. Hat jemand einen Kalender? Ja, heute ist Also der heute ist 17. 17. Also sage ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste dann der 24. sein. Das ist dann der Samstag. Das heißt, ich mache von Freitag bis. Quatsch, was machst du denn jetzt? Freitag wäre dann der 23. bis zum Sonntag, 25. Wir haben Juli. Und wir haben 2021. Also du kannst dir sogar mehrere Jahre einstellen. Also kannst du auch für nächstes Jahr schon planen. Je nachdem, wie du lustig bist. So, dann Beschreibung. Also, es ist heiß und musst du natürlich irgendwas ausdenken, weil, wie es thematisch ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kannst ja zum Beispiel auch eine Sammelausstellung mit anderen zusammen machen. Sagst du, Sammelausstellung mit Grundthema Hitzewelle. Ach, mache ich doch gerade mal so. Sammelausstellung Hitzewelle in Zusammenarbeit mit Café im Atelier. Zum Beispiel. Und dann auflisten, wer da alles ausstellt. Wobei, das gibst du ja auch bei den Kunstwerken ein, hast ja gesehen. Gibst ja den Künstler ein. Also, wenn du eine Sammelausstellung machst, gibst du natürlich die verschiedenen Künstler ein. Und jetzt kannst du dafür ein Beispielbild natürlich hochladen. Gucken wir mal. Ach, nehmen wir doch das hier. Das ist schön. Öffnen. Zwar keine Hitzewelle, aber. So, jetzt kannst du dann aus dem ein Ausschnittbild. So, so sieht es doch nach Hitze aus. Ich finde, so sieht es nach Hitze aus. Gott. Ein Ausschnitt aus dem Bild dann als Vorbild speichern. So. Jetzt haben wir es angelegt. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Raum. Ist ja klar, sonst können wir da irgendwie nichts. Jetzt kannst du hier, die schlagen einen Raum vor, das ist eigentlich immer derselbe Raum. Da siehst du hier 24 Positionen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, 24 Bilder zu positionieren. Plus drei Positionen auf dem Flur, also auf dem Boden für Skulpturen. Das sind die Positionen für Skulpturen. Oder wir suchen einen anderen Raum. So. Ihr seht immer hier unten drunter, wie viele, also die Positionen sind immer die Bilder, die du aufhängen kannst, Anzahl der Bilder. Plus sind immer die Anzahl von Skulpturen, die du mit reingeben kannst. Also hier sind zum Beispiel 45, hier sind 28, 40. Also je nachdem, wie groß du das machen möchtest. Ich habe eigentlich einen. Also das mit 24 Positionen ist schon der kleinste Raum, den die haben, hat mir gereicht. Wenn du jetzt eine Sammelausstellung mit mehreren machst, wenn du sagst, wir sind fünf Leute, jeder gibt, keine Ahnung, fünf Bilder, dann brauchst du mindestens 25 Positionen oder, weißt du? Also kann man auch schön thematisch dann sortieren. Hier kannst du zum Beispiel Räume auch miteinander kombinieren, da sind Türen drin. Dann kannst du dann sagen, wir nehmen den Raum und starten an der Tür und gehen da durch. Das ist möglich. Wobei die empfehlen tatsächlich nicht mehr als zwei Räume zu machen, weil die Ladezeit für den Besucher wird natürlich größer, je mehr Bilder und je mehr Räume du hast. Deswegen, Der soll sich ja auch nicht verlaufen, ne? ja, genau. Es kommt noch nicht jeder mit so einer 3D-Umgebung zurecht. Ich hatte bei einem anderen Anbieter eine 3D-Ausstellung, wollte ich angucken. Da bin ich mit der Navigation einfach nicht hingekommen. Hat nicht geklappt. Also da muss man natürlich drauf achten. Also bevor ihr dann irgendwas veröffentlicht am Ende, geht tatsächlich selber mehrmals durch, ob all die Führung so funktioniert. Also es gibt hier, guck mal hier, das ist auch eine sehr offene Ausstellung sozusagen. Da hättest du dann hier, kannst du dann Landscape. Aber das braucht man nicht.
So, wir nehmen wieder unseren Standard. Das andere ist jetzt, ihr könnt es jetzt hier natürlich für die Ausstellung auch ein Audio hochladen. Also, dass es dann zum Beispiel Ausstellung startet und dann gibst du erstmal eine Erklärung. Also so, willkommen, mein Name ist Petra Schmidt, willkommen zur Ausstellung. Was haben wir jetzt gesagt? Hitzewelle. Das ist eine Kombi-Ausstellung von Art Lara, Carola, Sauper und mir. Zum Beispiel. Und dann kannst du das, also kannst du entweder auch, kannst natürlich auch Musik, ich habe jetzt bei meinem habe ich Musik hinterlegt, da bin ich aber nicht so ganz zufrieden, weil die sehr laut ist. Da müsste man dann wo vielleicht hast gucken, du deine Musik her dann? Wo gibt meine, es ist meine eigene. Achso. Ich mache ja zu jedem Musik. Bild, also fast jedem Bild auch einen Song dazu mit einem Musikprogramm. Und das ist mir immer lieber, weil dann bist du auf der sicheren Seite. Du kannst auch Musik tatsächlich in Teilen oder ganz bei entsprechenden, wie halt Bilder auch, wie Stockfotos gibt es auch Stockmusik. Gehst du auf eine Seite und dann kannst du dir eine Lizenz dafür holen, dass du sie verwenden kannst. Gibt es. Oder du guckst, wie zum Beispiel bei YouTube, wenn du ein YouTube-Video machst, nach lizenzfreier, also nach GEMA-freier Musik. Es muss halt sein, Musik sein, die nicht bei GEMA gelistet ist, weil ansonsten müsstest du ja pro 1000 Besucher deiner Ausstellung dann GEMA-Gebühren zahlen. Das ist ja auch blöd. Wollen wir nicht. Kannst natürlich auch einfach mal fragen, vielleicht mache ich dir welche. So, also wir nehmen jetzt den hier. Ist das hier, immer so? Ich habe nur eine Frage, ist das immer so? Weil ich letztens ein Video aus einer App hatte und da hat Facebook dann gemeckert, weil das von einer anderen Plattform kam, wegen der Musik. Also die haben darauf aufmerksam gemacht, dass man die Musik runternehmen soll. Geht das nach Klicks? Ich bin mir nicht sicher, das ist möglich. Es kann natürlich auch sein, dass diese andere Plattform, von der du die Musik hattest, eine Lizenz dafür hat, aber YouTube nicht. Ach so. Nee, ich das war Problem nur bei YouTube ist ja, YouTube wird ja kontrolliert. Ja. Die haben ja einen Vertrag mit der GEMA und mit anderen Rechteverwertern, nennt man sowas. Und müssen darauf achten, dass die halt, dass das halt nach Möglichkeit, wenn du nicht selber die Lizenz dafür hast, dass es da keine Schwierigkeiten gibt, weil sonst müssen die Strafgebühren zahlen. Ja, naja, ich hatte Beispiel, nur das Problem mit dem Kleingedruckten halt. Also ja. Da, du kannst dir Musiktitel aussuchen, dann steht nirgends, dass du es nicht für Facebook benutzen darfst. Und dann haben wir im Kleingedruckten erkannt, dass es nur für private Zwecke war und Facebook ist öffentlich. Ja, vor allen Dingen machst du ja für dich dann, also jetzt, das ist jetzt zum Beispiel eine Ausstellung. Ja. Eine Ausstellung ist zum ersten immer öffentlich und zum zweiten hast du ja Verkaufsabsichten. Das heißt, du benutzt die Musik gewerblich und damit ist es ein ganz anderer Hintergrund, wie du es verwenden darfst. Okay, ja gut, okay, super. Da immer drauf achten, bitte. Ja, das haben wir jetzt gemerkt. Solange es noch keine Abmahnung gab, ist alles okay. nee, die haben nur Facebook hat nur geschrieben. Aber das ist ja gut zu wissen, dass man denn darauf achtet, weil es macht ja manches Mal Sinn, so ein bisschen Musik zu haben. Genau. Was du hier jetzt noch aussuchen kannst, die Farbe der Wand. Also ihr habt gesehen, in meiner Ausstellung ist zum Beispiel die Wandfarbe sehr, sehr dunkelgrau, weil ich halt sowieso dunkle Typen mag. Und jetzt kann man hier zum Beispiel grün, dark yellow, red, orange, also das ist schon. Ich glaube, wenn wir sagen Hitzewelle, dunkles Gelb oder Rot? Nimm mal Rot. Ja, nimm mal Rot. So, aber jetzt muss ich mal hier kurz. Weil das Bild auch sehr rot war, ne? Das hebt sich nachher nicht ab, das verbrennt. Ja, ich habe ja einen Rahmen eingestellt. Okay, alles klar. So, jetzt gehen wir hier auf Speichern. So, dann wird unser Bild. So, jetzt haben wir unseren Raum und jetzt sind wir hier auf der Seite, also wir haben das jetzt alles eingestellt und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir unsere Bilder da reinkriegen. Jetzt können wir hier eine Vorauswahl treffen. Du kommst aber trotzdem an alle Werke dran. Aber Vorauswahl treffen ist ja schon mal nicht schlecht. Können wir jetzt hier zum Beispiel das da will ich drin haben, weil das haben wir extra dafür hochgeladen. Das will ich drin haben. Der Feuerengel passt eigentlich auch sehr gut.
Und das passt sehr gut und das da passt sehr gut, behaupte ich jetzt einfach. Ach so, da kannst du dann alle Bilder, die du schon mal hochgeladen hast, nochmal benutzen. Genau. Du Ah, kannst sie also für wunderbar. mehrere Ausstellungen benutzen. Das ist Was ganz ja cool. praktisch ist, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich will jetzt eine Ausstellung, also ich habe jetzt die Ausstellung Veränderung. Da sind ja auch Zeichnungen und Gemälde drin. Jetzt sage ich aber, ich will eine Ausstellung nur mit Zeichnungen. Wäre ja blöd, wenn ich die nicht wiederverwenden dürfte, ja. Das ist also was ganz was anderes, als wenn du offline. Offline geht es ja gar nicht anders. Ich kann das Bild nur einmal in einer Ausstellung geben und nicht in zwei verschiedene Ausstellungen. Ich kann es ja schlecht teilen. Ja. Das ist natürlich der Vorteil einer Online-Ausstellung. Das heißt, du kannst sie thematisch immer verschieden zusammenstellen und trotzdem dieselben Bilder verwenden. So, und jetzt gehe ich hier oben auf Ausstellung kuratieren. Seht ihr das? Nee. Da, wo mein Zeiger ist, wo mein Mauszeiger ist. Über Clear, über der Liste. Ah, ja, alles klar. Aha. Jetzt Gut. habe ich. Da ist bei mir der kleine Bildschirm mit deinem Bild. Ja, okay, ich habe das Bildschirm deswegen jetzt mal zur Seite, weil der mir immer davor ist. So, jetzt muss dann natürlich erstmal rechnen, weil wir haben ja unseren Raum und wir wollen eine bestimmte Wandfarbe und jetzt muss der natürlich erstmal hier rechnen. Das ist auch der Grund, wie gesagt, das ist jetzt natürlich kuratieren, das ist jetzt nochmal ein bisschen komplizierter, weil ich ja auch jetzt mit dem Zoom und alles gleichzeitig habe. Aber das ist natürlich auch, je mehr Bilder du drin hast, der lädt alle Bilder grob vor, dass der Besucher halt relativ schon mal sehen kann, was wo hängt und nicht ewig warten muss, sondern sich wirklich flüssig bewegen kann. So. Create Exhibition. Jetzt seht ihr hier diese Felder, diese nummerierten. Jetzt mal weg. So. Seht ihr hier? Also ich kann mich jetzt genauso wie der Besucher später frei schon mal in dem Raum bewegen, nur dass ich hier diese Felder sehe. Hier zum Beispiel ist ein Feld für eine Skulptur. Na, ich kann mir ja auch so mal laufen. Wobei das Rot sieht toll aus an der Wand, ehrlich gesagt, das gefällt mir. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, später, wenn der Besucher auf Tour klickt oder gehe zu Bild, also zu einem Bild geht und dann sagt nächstes Bild, dann geht das System immer nach diesen Nummern. Also hier ist das Bild 1, das Bild 2. Das müsst ihr natürlich beachten, wenn ihr für die Tour eine bestimmte Reihenfolge haben wollt. Dann müsst ihr natürlich gucken, also wenn dann zum Beispiel hier, das passt jetzt da nicht hin, das Bild. Ich will das dahin, aber ich will, dass das nach der 2 kommt, dann musst du das Bild natürlich freilassen. Ist logisch, oder? So, jetzt. Also ich muss nicht zwingend alle Nein, musst du nicht. Nummern bedienen. Nee, musst du nicht. Du musst halt nur gucken, wenn du eine bestimmte Reihenfolge für die Tour haben willst, dass die Bilder diesen Nummern entsprechen. Na, sonst klappt das nicht. Kann So, ich jetzt die habe ich. untereinander austauschen? Wenn ich jetzt damit nicht zufrieden bin, was ich da fabriziert Ja, habe? kannst du. Zeige ich dir gleich. Ach, kannst du die auch noch hin und her schieben? Ja, ich kann jetzt hier Oh. zum Beispiel sagen, ich will jetzt nicht, dass das Bild hier hängt, sondern ich will, dass es da oben hängt. Aha. Weil das besonders lang ist oder keine Ahnung. Oder, ups, jetzt bin ich noch zurückgegangen. Das will ich jetzt natürlich nicht. Was macht die Säule da auf einmal? Genau. Oder ich sage jetzt, also ich habe nur einen bestimmten Rahmen, weil der sagt natürlich, ich brauche ein bisschen Abstand zu anderen Bildern. Ich kann auch, warte mal, jetzt muss ich euch wieder da ein bisschen verschieben. Wenn ich hier drauf gehe, kann ich auch sagen, also okay, den Platz kann ich jetzt zum Beispiel nicht löschen, aber Platzhalter verfügbar. Nee, also wenn ich kann auch eigene Platzhalter, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich kann irgendwie. Wenn ich jetzt da drauf gehe. Achso, das ist die Dingsansicht. So. Jetzt kann ich mal gucken. Vollbild. Geht jetzt nicht weiter. So. Ich habe den jetzt hier oben hin. Genau, das ist jetzt, da habe ich jetzt einen Platzhalter dazu gemacht. 4 bis 1. Den kann ich jetzt auch wieder löschen.
Also ich kann schon, ich habe schon gewisse Möglichkeiten, mich da auszutoben. So, jetzt muss ich euch natürlich immer ständig hier hin und her schieben. Warte mal, kann ich euch nicht. Ich guck mal. Ah, ich kann euch klein machen. Sehr gut. Das habe ich jetzt auch. Ach, Zoom halten. Ne? So, jetzt nehme ich einfach das Bild, klicken und ziehe es dahin, wo ich es hin haben will. Ich will das Bild jetzt da haben. So, und jetzt seht ihr, jetzt kann ich das nochmal ein bisschen verschieben entsprechend, wie ich das haben will. Jetzt habe ich das sehr hoch. Sieht man das so gut? Nö, ist eigentlich blöd, ne? Aber Ja, sieht man es ist ein doch bisschen gut? hoch. Ja, also ziehen wir es wieder runter. Jetzt haben wir dieses Koordinatenkreuz. Seht ihr das? Diese grünen Linien. Ja. So könnt ihr das natürlich exakt an den anderen Ausrichten. Bildern ausrichten. Jetzt Oh, habe ich den das geht Vierer gerne in natürlich ein meinem bisschen verschoben. Atelier. Das ist cool, ne? Kannst du, Ja, es gibt so Atelier Laserdinger. hängen sie mal alle schief. Es gibt so Laserteile für den Bau. Da kannst du tatsächlich absolut exakt gerade ausrichten. Ah, das werde ich meinem Mann mal Wäre eine klauen. Überlegung, ob man sich das anschafft. Das hat mein Mann. Ja. Jetzt seht ihr hier neben dem Bild schon den roten Punkt als verkauft. Ah ja. Das ist ganz praktisch, dann, wenn der Besucher sieht, oh, ist schon verkauft, guckt er sich ein anderes Bild an. Also so, das ist wirklich wie diese, also ich habe das jetzt auch gesehen, das in den Galerien, auch wenn eine Ausstellung ist, tatsächlich ein rotes Bäpperl an das Bild kommt oder unter das Bild, damit die Leute wissen, dass es verkauft ist. Das ist hier genauso. Es ist exakt gleich. So, jetzt sage ich aber, oh, eigentlich sieht das da blöd aus. Also kann ich es wieder abhängen. Jetzt hänge ich das dahin. Und das hier hängen wir mal dahin. Jetzt seht ihr auch, ah, ich gehe noch mal ein bisschen zur Seite. Ein bisschen nach hinten. Die Größenunterschiede. Die Größen, die wir am Anfang eingegeben haben beim Bild, kommen hier jetzt natürlich zu tragen. Das ist ein relativ großes Bild und hier seht ihr Hm. kleines Bild. Jetzt ist hier so ein weißer Punkt. Der weiße Punkt bedeutet nicht verfügbar. Das heißt, das ist nicht verkäuflich. Kriegt ihr nicht. Egal, wie ihr mich bittet und bettelt, gibt es nicht. Und so kann man jetzt das Ganze hier, das hängen wir mal dahin. So, gehen wir mal ein bisschen rein. Hier auf dieser Zwischenwand ist auch, da könnte man zum Beispiel, also was ich jetzt gemacht hatte, war ja hier in die Mitte jeweils einen Text zu hängen, Texte. Dafür müsst ihr auch eine Bilddatei erstellen und dann abspeichern, dann könnt ihr die als Texte hier rein. Wenn ihr jetzt sagt, wir machen das als transparent, also dass ihr nur die Schrift, dann sieht es aus, als wäre die Schrift auf die Wand geschrieben. Oder ich habe es halt als Bild mit Hintergrund gemacht und dann auch nochmal gerahmt, fand ich schöner. Das muss man halt entscheiden, wie man das möchte. So, jetzt sage ich, oh, ich habe ja gar nicht genug Bilder in meiner Vorauswahl. Jetzt gehe ich hier auf Show All. Seht ihr das? Wo mein Mauszeiger ist, wahrscheinlich wieder unter eurem Bild. Ja, ist da unter wahrscheinlich. Mal zur Seite schieben. Könnt ihr oben anfassen, das Ding? Also ihr könnt das hier so auch zur Seite schieben, dass ihr es seht. Ah. Hier ist Ah Show All. ja, ich mach's mal oben links hin. So, hier ist Show All. Gehe ich jetzt mal drauf. Und dann sehe ich alle anderen Bilder, die ich bereits hier auch hochgeladen habe, aber nicht in die Vorauswahl getan habe. Also ich kann auch, wenn ich mir auffällt, in meiner Vorauswahl fehlt was, kann ich auf Show All alle Bilder sehen. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich will jetzt doch den Text hier hinhaben. Bei dem Text habe ich übrigens auch Rahmen drumherum gemacht. Ich finde das eigentlich ganz hübsch, so als Text. So. So, jetzt sagen wir, ja, habe ich genug Bilder drin? Ah, oh, ich habe genug Bilder drin. Dann können wir hier oben auf Visitor Preview. Hier über den ganzen Kästchen. Seht ihr das? So, jetzt lädt er das neu.
Es dauert immer ein bisschen. Ah. Sagt er schon 100%? Ja, das System ist natürlich ein bisschen. Jetzt Zoom und das gleichzeitig ist ein bisschen viel. So, und jetzt seht ihr das, wie das euer Besucher sehen wird. Da ist der Kurator, weil ich habe ja das angelegt. Dann der Titel. Und jetzt gehst du zur, oh, jetzt will meine Maus nicht, zur Ausstellung. So, und jetzt kannst du, wie der Besucher auch später, schon mal gucken, wie sieht das aus? Habe ich alles so hängen, wie ich es haben will? Stimmen auch die Pünktchen daneben. Und du kannst natürlich auch sagen, wie der Besucher später, Tour starten. So, und zeigt dann mir das Bild. Da oben immer Name und Titel. Das sieht man jetzt natürlich auf dem roten Untergrund nicht ganz so toll. Und der geht jetzt die Bilder durch. So. Dann kann ich hier pausieren. Beziehungsweise. Gehe ich auf Stopp, dann gehe ich, kann ich hier, kann der Besucher, Vollbild ist natürlich klar, Hilfe für die Navigation, zurück, die, also die Tour zurück auf Start, ich will das erste Bild wieder sehen, oder Ausstellungsliste, dann kann der Besucher sehen, welche Bilder du hast und das ist dann auch, hier siehst du jetzt natürlich nicht die Information, ob es schon verkauft ist, aber du siehst hier zum Beispiel den Preis mit drin. So. Dann Infos zur Ausstellung. Dann kriegt er hier nochmal deine Informationen, die du vorhin eingegeben hast, zum Beispiel Sammelausstellungen, dann je nachdem, welche Künstler da alle zu finden sind. Und Aussteller kontaktieren, da ginge dann eine E-Mail an mich. Was natürlich auch ganz praktisch ist für Dings. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das hier aussieht. Hier, wenn ich das Bild, ja, seht ihr es? Da ist dann der Titel, wird kurz angezeigt. Wenn du drauf gehst, siehst du, kriegst du diese Detailansicht. So, und dann kannst du hier auf Info, und da sind die Informationen, die du vorher zu dem Bild eingegeben hast. Hier ist ja zum Beispiel zum For Sale mit dem Preis. Das ist hier, dieses Acryl auf Malgrund ist die Technik, die du vorher eingegeben hast. Und das sind die, ist die Beschreibung. Das ist das jetzt zum Beispiel mein Gedicht dazu. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel, hier seht ihr unten das, da den Link. Ich habe gesagt, hier, wenn euch das zu teuer ist, könnt ihr auch Kunstdruck. Und da könnt ihr jetzt auf euren Shop zum Beispiel verlinken. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Aus. So. Jetzt könnt ihr hier, wenn ihr in dieser Detaileinsicht seid, hier unten seht ihr auch vorheriges, nächstes, Anfrage. Also Anfrage wäre, wenn du das jetzt zum Beispiel kaufen willst, dass du eine E-Mail bekommst. Nächstes, das ist jetzt natürlich auch, geht jetzt zu dem nächst nummerierten Bild. Das ist jetzt die Veränderung. Nächstes gehen wir jetzt natürlich wieder zurück, weil ich habe ja nur vier Bilder jetzt hier drin. Aber ihr versteht das System, ja? Ja, So kann wunderbar. man natürlich immer schön hin und her. Hier jetzt bei Truth ist ja zum Beispiel auch dieser Link hinterlegt. Seht ihr das? Hier unten. So, und dann geht er jetzt. Dann macht ein neues Fenster auf, also die Ausstellung selber bleibt hinten im Hintergrund bestehen, sodass der Besucher weitergehen kann. Aber Vordergrund macht jetzt ein neues Fenster auf. Hier seht ihr jetzt auch, das ist das Bild, wie ich es auf dem Bett fotografiert hatte. Hier ist es nicht beschnitten, in der Ausstellung ist es beschnitten. Geht jetzt hier auf das Gedicht. Hier sind wir wieder auf der Ausstellung. So, jetzt Detailansicht verlassen. So. Hier unten, wenn man dann, wenn es gibt, hier soll ja Leute geben, die dann tatsächlich trotzdem noch scrollen. Seht ihr nochmal die Überschrift der Ausstellung, der Kurator und dann hier nochmal die Info. So, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Ach ja, was ich hier unten noch habe, ist zum Beispiel Katalog als PDF drucken. Das heißt, das System erstellt von jeder Ausstellung, die ihr macht, einen Katalog. Der dann auch gedruckt werden kann.
So, jetzt lassen wir jetzt mal gerade erstellen. Kein Kaffee mehr in meiner Tasse. Schlecht. So. Natürlich kann man das dann auch noch mal ein bisschen, ihr könnt das ja zum Beispiel, das ist ganz praktisch, also ihr könnt es euch erstellen lassen, ladet runter und bearbeitet dann das PDF. Zum Beispiel mit einem Deckblatt oder mit noch Impressum. Impressum sollte vielleicht noch drauf. Aber ihr habt so immer schon mal ein grundlegende, also eine Grundlage für den Ausstellungskatalog. Finde ich ganz praktisch. Wir gehen jetzt wieder auf Ausstellung editieren, weil wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir haben ja nur 4 Bilder drin. So, hier bin ich jetzt natürlich, bin ich eins, ja, genau, Ausstellung editieren geht da immer hier drauf. Ein bisschen blöd, weil da wollen wir gar nichts ändern. Wir hätten natürlich auch gleich hier oben drauf gehen können auf Art Spaces. Entschuldigung. Zu viel Schwätzerei. So. Jetzt lädt er uns natürlich wieder in den Raum. So. Was ich euch noch zeigen will, ist hier zum Beispiel Ausstellung verwalten. Wir haben jetzt die Ausstellung angefangen, die ist jetzt noch nicht veröffentlicht. So, jetzt seht ihr hier, Veränderung ist öffentlich, eine, und die hier ist noch in Bearbeitung. Und da steht hier auch, wann die geplant ist. Wenn die geplant ist, geht die automatisch an dem Datum, wo sie geplant ist, öffentlich. Ansonsten, wenn hier jetzt kein Datum geplant ist, geht ihr hier hinten auf Veröffentlichen, wenn ihr fertig seid. Und dann ist sie öffentlich, dann könnt ihr einen Link bekommen. Oh, das zeige ich euch jetzt hier gerade mal. Ich mache jetzt hier mal auf Modifizieren. Weil sobald du auf Modifizieren gehst, also sie wie nochmal bearbeiten möchtest, du kannst sie jederzeit bearbeiten. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagen willst, ein Bild ist verkauft, gehst du auf Modifizieren, dann wird die aus der Öffentlichkeit rausgenommen. Dann bearbeitest du das, was du ändern möchtest. Und dann kannst du sie wieder veröffentlichen. Also einfach hier dann auch veröffentlichen. Und es dauert dann immer einen Moment. Ist wieder öffentlich. Wenn ihr sie, wie ich, in die Webseite einbinden wollt, ist hier dieser hier, der Link, einbinden. Mhm. Dann bekommt ihr einmal den Link. Den kann man zum Beispiel auf Facebook posten oder auf Instagram oder es geht dann direkt auf Kunstmatrix. Oder wenn ihr sie in eure Seite einbinden wollt, je nachdem, ich weiß ja nicht, wie gut ihr da seid, dann wird einfach das hier kopiert und in die Seite übertragen. Also bei mir, bei also WordPress. Ich brauche nicht zwingend eine Webseite dafür. Nö, brauchst du nicht. Kann ich bei du Facebook kannst einfach öffnen. Diesen Link, du kannst einfach den Arzt Kunstmatrix-Link nehmen. Ja. Den kannst du direkt kopieren und verlinken. Und auf Facebook und sonst was. Das funktioniert ohne Probleme. Das ist nur, wenn du es in deine eigene Seite noch einbinden willst, so wie ich das hier gemacht habe. Da habe ich ja das dann in meiner Seite mit meinem Design drumherum veröffentlicht. Und wenn ihr es hier veröffentlicht, kommt ihr dahin, wie ich es euch eben gerade gezeigt habe, wo ihr das eben gerade gesehen habt, kommt das dann auf dem Link. Können wir auch mal machen. Copy. Ah, jetzt muss ich nur da oben hinkommen. Dahin. V. So. Okay, ich bin jetzt eingeloggt. Bei anderen würde dann da stehen, kein Name stehen und dann vielleicht ein Login oder sowas. Und dann lädt. Ja, ich weiß, meine Internetverbindung ist nicht die beste. Ich wundere mich ja schon, dass es überhaupt so gut funktioniert, ganz ehrlich. So. Und schon sind wir in der Ausstellung. Das ist jetzt über den Link.
Und das ist jetzt dasselbe wie tatsächlich, wenn du dir die Vorschau, also wenn du kuratierst und dir die Vorschau ansiehst. Ja. Deswegen, ich finde das ganz praktisch. Du siehst dann immer gleich, was sieht mein Besucher. Ja, also ich habe jetzt hier die grauen Wände. Die ganzen Markierungen sind weg. Ihr habt ja die Markierungen vorhin auf dem Boden gesehen. Sind jetzt nicht mehr zu sehen. Also das ist. Deswegen finde ich das eigentlich so praktisch. Also auch wenn du keine eigene Webseite hast, du kannst die Ausstellung anlegen und veröffentlichen und der ganzen Welt teilen. Wenn die Ausstellungszeit vorbei ist, was passiert damit? Dann ist es in deinem Archiv? Genau. Dann hast du hier Archiv und dann kommt die in dein Archiv. Also du kannst auch automatisch, also wie gesagt, die hier hat ja jetzt kein Veröffentlichungsdatum, sondern die ist jetzt dauerhaft sozusagen. Wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, gehe ich hier auf Archivieren und dann ist sie ins Archiv verschoben. Das ist ganz praktisch, dann kannst du immer mal sehen, wann habe ich welche Ausstellung gemacht. Na, rein theoretisch müsste man es machen. Archivieren. Eigentlich die Besucherzahl sehen oder so, wenn man wenn jemand es besucht hat. Das Archiv einblenden. Ein Moment. So, jetzt kannst du hier natürlich sagen, hier, ich kann jetzt wieder, ich habe die jetzt zwar archiviert, aber sie war doch eigentlich toll und ich will jetzt andere Bilder reinmachen. Gehst du wieder auf Modifizieren und dann kannst du sie bearbeiten und neu veröffentlichen. Das ist ganz praktisch. Besucherzahlen. Besucherzahlen. Gehen wir hier wieder auf Veröffentlichen. Ist so eine Sache. Wir haben das deutsche Datenschutzgesetz, also diese Datenschutzgrundverordnung. Ja, ich weiß. Sehr Genau, gut. das klang schon sehr begeistert. Das Problem haben die hier natürlich auch. Theoretisch sammelt jeder Server Daten, aber die dürfen die Daten nicht einfach so weitergeben. Deswegen, also weil die sich, Kunstmatrix sagt halt, das ist rechtlich sehr, sehr unsicher, das Ganze. Mit dem Datensammeln und dann, also Facebook hat da ja auch schon öfters Ärger gekriegt, ne? Und deswegen haben die gesagt, wir machen keine Nachverfolgung mehr. Ach so. Deswegen habe ich es auf meine Seite eingebunden. Wenn du auf deiner Seite einbindest, dann ist die Verantwortung bei dir, dann ist ja auch dein Impressum und alles da. Und dann kannst du für dich Daten sammeln. Kunstmatrix macht das nicht mehr. Du kannst es, nee, weil das ist denen einfach datenschutzmäßig zu heikel. Habe ich volles Ja, Verständnis verstehe ich, für. verstehe. Hat jetzt Ja. auch nichts mit einer bezahlten Seite zu tun, wenn du jetzt über diese Kunstwerke hinauskommst. Wie mit einer bezahlten Seite? Also wenn du das jetzt die Kunstmatrix jetzt abonnierst sozusagen, ist das Nee. nicht bei Instagram so? Wenn du die normale Seite hast, kannst du es nicht sehen und wenn du einen Business-Account hast, kannst du alle Daten sehen. Also ich habe zum Beispiel einen Business-Account bei Instagram. Ich kann das genau sehen. Ja, aber bei Instagram muss man auch die Datenschutz haben. Ah ja. Warte mal, So, ich das. kann jetzt noch mal gucken, aber soweit ich weiß, haben die gesagt, sie machen es gar nicht. Pricings, wenn, dann müsste es bei den Pricings stehen. Nee, wie gesagt, bei den Preisen so geht es tatsächlich nur darum, wie viele Kunstwerke und wie viele veröffentlichte Ausstellungen hast du? Weil es da halt um die Größe des Webspace geht, den die dir zur Verfügung stellen müssen. Der kostet ja. Ja. Aber Daten machen die grundsätzlich nicht mehr. Ah ja. Nee. Nee. Also dementsprechend, Daten kannst du tatsächlich nur abgreifen, entweder wenn du es hier. Ach, jetzt. Ah, ich. Die blöden Zoom-Dinger sind immer im Weg. Ich weiß auch nicht, wieso. Und jetzt hier zum Beispiel, hier kannst du ja teilen und dann kannst du über Facebook, also ich habe ja auf Facebook auch eine Künstlerseite entsprechend. Und da kann ich dann tatsächlich einsehen, wie viele Leute da geklickt haben. Auf Facebook. Aber, beziehungsweise auf meiner eigenen Seite kann ich ja nachverfolgen, wie viele Leute diese einzelne Seite und Ja, wie ja. lange sie angeguckt haben.
Da so kannst du halt verfolgen, also aber nicht über Kunstmatrix selbst. Wir Und können eine auch. Gebühr für die Bilder, verkauften Bilder nehmen die auch nicht. Nö. Nö, nur für die, was du online stellst. Du kannst natürlich Zusatzoptionen zubuchen. Das ist jetzt hier zum Beispiel dieses Art Office. Aber ich will auch gar nicht, dass die wissen, wann und wie ich was verkaufe, ja. Also, das ist jetzt für mich, wenn du natürlich keine eigene Webseite hast und die dich nur darüber kontaktieren können, ist das was anderes. Du sagst, ich habe jetzt keine Webseite, ich will nur Kunstmatrix, und dann kannst du natürlich alle Kontakte auch, also Leute, die dich anschreiben, über Kunstmatrix verwalten. Dann ist es gut, dass du eine Übersicht hast. Aber wenn du sowieso eine eigene Webseite hast, brauchst du das nicht. Also sehe ich sehe da sind seh für mich den Sinn da nicht. Und dann Bist du hast du da hier noch. erstmal mit so? Ich sehe da unten rechts testen Sie virtuelles Hänge. Ja, nee, Bist du da das steht immer rübergekommen? da drin. Ach so, macht es Sinn, erstmal so eine Probe zu machen, ob man damit Es hat Sinn zurechtkommt? erstmal, genau, es hat Sinn sowieso bei allem, was ihr euch irgendwo bucht Ja. oder auch Webseiten, also auch wenn ihr eine Webseite macht mit WordPress oder mit Jimdo oder macht immer erst einen kostenlosen Probe-Account, um zu sehen, ob ihr damit zurechtkommt. Weil es macht keinen Sinn, für etwas Geld auszugeben, das dann in die Ecke fliegt, weil ihr sagt, mit dem Scheiß komme ich nicht zurecht. Weißt du, wenn du, also dieses, also der Artmatrix finde ich, also Kunstmatrix finde ich sehr, 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 sehr einfach. Also ich finde es wirklich super einfach gemacht, die Lösung. Aber es ist ja auch immer, es gibt auch andere, was war denn das? Ich hatte mal für meinen ehemaligen Chef Podcasts verwaltet. Das ist auch nur über so eine Bezahlseite, also eine Seite, wo man bezahlen muss. Und das war so kompliziert, jedes Mal einzugeben, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, also wenn ich das jemals machen sollte, nicht über diese Seite. Ja, also bitte probiert immer erst kostenlos aus, ob ihr damit zurechtkommt, weil gerade wenn man nicht so technisch versiert ist, also nicht so gerne Technik macht, kann das sonst ein Hindernisgrund sein, dass du dann sagst, nee, ich mach's doch nicht, und dann hast du Geld dafür bezahlt. Ja, macht keinen Sinn. Gut. Also was es hier noch Dass du gibt, schon alles ist, ausprobiert hast. ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe auch, was mir nicht so gut gefällt, ist dieses Augmented. Das kannst du, das ist auch, ich habe da eine Liste veröffentlicht, und dann kann theoretisch ein Interessent mit einer App für dein Handy, fürs Handy, das Bild virtuell an die Wand pinnen. Also dann geht er mit der Handykamera, guckt er dann die Stelle an, wo er sich überlegt, das Bild hinzuhängen, und sieht dann das Bild auf der Wand. Ja. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, weil ich habe jetzt zwar von meiner Schwägerin ein neueres Handy bekommen, aber auch das ist angeblich zu veraltet, um diese blöde App zu benutzen. Ach so. Das Ja, ich heißt, ich kenne das kann von nicht testen, ob es Ikea. funktioniert. Ach so, du Also ich kennst es kenne von Ikea. das. Gut. Aber ich habe es auch noch nicht gebraucht, weil ich keine Möbel gekauft habe. Aber meine Tochter hat alles ausprobiert. Ja, okay, vielleicht hat sie so ein Handy, wo das dann funktioniert. Bei mir funktioniert es halt, diese App nicht. Ich hätte es gern ausprobiert. Ich habe auch eine Auswahl öffentlich, aber es macht kein. Das ist halt eine Sache, wo ich sage, wenn ich es nicht ausprobieren kann, ist es Scheibenkleister. Es ist sowieso in dem Account mit drin. Deswegen habe ich mal die Liste gemacht, aber es macht für mich keinen Sinn, weil ich kann es nicht testen. Gut. Dann können Aber wir wie das aber gesagt, testen. Wenn ich jetzt ein Handy finde, können wir das mal testen mit deinen Bildern. wenn du ein Handy findest, ich weiß aber wie gesagt auch immer noch nicht, ich habe diese Auswahl öffentlich, ich weiß aber immer noch nicht, wie man sie dann auf dem Handy dann in diese App findet. Ach Kannst so. du natürlich, obwohl, wenn du Petra Schmidt eingibst, je nachdem, wie viele Petra Schmidts es gibt, ist ein Sammelbegriff, kein Name, ja, kannst du dann gucken, ob du sie dann findest. Also das ist was, das konnte ich noch nicht testen. Also augmented. Aber ansonsten, also für 3D-Ausstellung, es lädt relativ schnell. Das ist mein Hauptargument, weil wenn etwas zu lange lädt, geht der Kunde oder der Interessent.
Ja. Ja. Das macht ihm dann ja keinen Spaß mehr. So. Und, warte mal, ich mache jetzt mal hier stoppen. Das ist halt das für mich wichtigste Argument für diese Seite, weil ich habe, wie gesagt, andere schon gesehen, wo du dann echt eine Minute ist im Internet sehr, sehr lange und dann ist der schon lange weg. Das darf nicht sein. Und dementsprechend, das ist halt mein Argument jetzt für Kunstmatrix, es geht schnell. Es ist einfach zu bedienen. Du kannst Audio-Files noch mit zu deinen Bildern dazu tun. Du kannst Video-Files zu deinen Bildern dazu tun. Alles, was die Leute interessieren könnte. Ja, und ich finde auch die Ausstellungsräume schön. Dementsprechend. Du kannst dir auch, wenn du die Kohle ausgeben willst, einen Ausstellungsraum nach deiner eigenen Fasson basteln lassen. Dementsprechend. So, habt ihr noch Fragen? Außer dass Carola gerade mit jemand anderen redet. Meine Strandgänger sind gerade nach Hause gekommen. Ah, sag ihnen Nee, ich schönen glaube, Gruß und kontrolliere den Sonnenbrand. hast du super erklärt. Ich habe Ja. mir ein bisschen Notizen gemacht. Ich probiere es bei Gelegenheit mal aus und wenn nicht, dann mache ich nochmal plong und dann bin ich wieder bei dir. Genau, ihr könnt mich ja jederzeit fragen. Also Ja. dementsprechend, ich lade das dann nachher auch, nachher, je nachdem, wie ich jetzt dazu komme, Ja. weil wir wollen gleich nochmal einkaufen, wahrscheinlich eher morgen, auf YouTube hoch und dann könnt ihr das auch nochmal nachhören. Okay, alles So. klar, Mensch, super. Und ihr dann sonst nächste Woche Freitag wieder? Ich muss mal Oder gucken, ob ich es nicht Sommerpause? gleich ganz auf samstags verlege, weil samstags ist sowieso nochmal ein Einkaufstag. Dann muss ich eh nochmal zu ihm. Dann ist die Gefahr, dass er dann zwischendrin mit Notfall anruft, geringer. Das ist aber schlecht für dich, weil samstags gehen die Leute auch mal nachmittags grillen irgendwo oder so. Ja, ich muss noch mal gucken mit den Terminen. Das Problem ist halt, ich kann eigentlich zurzeit schlecht planen, wegen meinem Stiefvater. Ja. Ich muss es, wenn dann, an einem Tag machen, wo ich sowieso bei ihm war, dann ist die Gefahr geringer, dass er Notfall anruft. Wie gesagt, es war am Freitag, ich war eigentlich schon voll drauf und dran, wollte anfangen und dann kommt er, muss ganz schnell kommen. Da müssen wir uns noch eine Lösung aussuchen. Aber schreibe es auf jeden Fall auf Instagram und ins Facebook. Genau. Und es wird auf jeden Fall nächste Woche wieder eins geben. Ja. Ob jetzt Freitag oder Samstag, muss ich dann mal gucken. Genau, ich bin jetzt auch ein bisschen mehr am Strand, also vielleicht treibst du es mir auch direkt irgendwo. Dann bin ich wieder dabei. Super gemacht. Okay, dann gucken wir mal. Habt ihr eigentlich einen Themenwunsch vielleicht für nächste Woche? Och, ich nehme das, was ich kriege. Ja, stimmt. Okay, Mach dir also keinen dann Stress. mache ich sowieso nicht. Wer da ist, ist da, ne? Genau. Gut, nein, sonst kann man ja auch die Aufzeichnung sehen. Genau. Es kommt auf jeden Fall auf YouTube die Aufzeichnung und dann könnt ihr alle nochmal nachgucken. Ja, Mensch, toll. Ich danke dir und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch auch ein tolles Wochenende und eine schöne Vielen Woche. Dank, Petra. Und vor allen Dingen eine Ja. trockene Woche. Ja, schöne Grüße von der Insel. Danke. Tschüss. Tschüss. Dankeschön und tschüss.